Aber sag mal, Lea, was sind denn spannende Texte für dich oder Themen, die für dich zu spannenden Texten werden? Und hat das irgendwas mit der Ausnahmezeit jetzt zu tun? Also zu meinen Texten, da ist es, ich habe eigentlich keine besonderen Themen, die ich behandle. Also ich kann nicht sagen, dass ich einen besonderen Themenpool habe, zu denen ich am meisten greife, denke ich jedenfalls. Und ich stelle dann doch fest, dass ich sehr viele Texte über Heimat und über Sprache schreibe. Und das hat jetzt in dem Sinne im ersten Moment vielleicht nichts mit Ausnahmesituationen zu tun, aber ich glaube im zweiten Moment sehr schon, sehr doll. Und weil sich natürlich auch Sprache und Heimat in Ausnahmesituationen verändert. Also ich merke das, ich war jetzt sehr viel zu Hause und da hat sich was verändert bei mir. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir sind gespannt auf deinen Text. Dankeschön. Ja, mein Text ist, so, jetzt muss ich mich erstmal positionieren. Mein Text trägt den Titel Im Wandel und ich habe diesen Text geschrieben weit bevor Corona und alles losging und mir ging es darum, viele Veränderungen zu verarbeiten, die gerade bei mir so passiert sind, aber die ich auch in meiner Welt beobachte. Und dazu motiviert wurde ich von einem Text, einem Songzitat, was mich eben zu diesem Text inspiriert hat. Und das ist eigentlich überhaupt nicht schön. Es lautet nämlich, und im Fahrstuhl am Westkreuz riecht's noch immer nach Pisse. Ja. Also ich kann nicht genau sagen, ob es im Fahrstuhl nach Westkreuz wirklich noch nach Pisse riecht. Als ich in Berlin war, hatte ich überlegt, deswegen tatsächlich mal zum Westkreuz zu fahren. Aber dann dachte ich mir, nein, das ist ein bisschen komisch, das mache ich nicht. Aber genauso wie es im Fahrstuhl am Westkreuz immer noch nach Pisse riecht, gibt es andere Dinge, die sich vielleicht nie verändern, wohingegen andere Bereiche permanenter Veränderung ausgesetzt sind. Und damit beschäftigt sich dieser Text und viel mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen. Er ist in meinem Buch nachzulesen, ein wundervolles Buch meiner Meinung nach, das man kaufen kann, auch noch kurzer Werbeblock, man kann es kaufen unter, jetzt stellt euch bitte vor, wie jetzt so ein Banner eingeblendet kommt, leaweberverkauf@t-online.de. Ein super Buch, Weihnachten steht vor der Tür. Gut, mein Text heißt Im Wandel und der geht so. Hinter Hausmanns hohen Tannen lauern kleine Augen wie Versprechen. Ducken, rennen, stolpern, kichern und das bekannte leise Brechen der Äste, die am Boden ruhen, unter Klettverschluss verschlossenen, eingesauten Kinderschuhen. Hinter den Häusern ist ein Stück, ein paar Kilometer hin und zurück kann sie niemand so schnell finden. Schnüre um die Stämme binden, bilden ein Sechseck oder acht, stundenlang so zugebracht, schleppen, stellen, staunen, dann ein Baumhaus mit einer Leiter dran. Schnelle Schritte, hohe Sprünge und jedes Blatt, das wartet. Schon von Fernem hört man Stimmen und jeder Grashalm atmet stumm und gespannt, sicher und dann, rudelvoll Freude und Jubel und Feuer in Form von Neugier und dem Drang nach draußen und nach Abenteuer. Jetzt liegt ein Blaulichtfilter über dem Tag und dem Licht, das er in unsere Köpfe lässt. Ein UV-Filter liegt auf unserer Haut, der von Instagram erfüllt noch den Rest und projiziert ein Lächeln in jedes Gesicht. Ich sehe kleine Hände an großen Bildschirmen, kleine Augen blicken aus Fenstern und ein Heute ist wie ein Morgen und ein Morgen ist wie ein Gestern. Niemand nimmt es ihnen übel, ist da doch nichts, das sie treibt, denn hinter den Häusern stehen heute Häuser. Schon lange ist da nicht mehr der Wald. Die Welt ist im Wandel. Und ich kann nur mit der Zeit diskutieren und verhandeln, wie lange sie noch so bleibt, wie ich sie lieben gelernt habe. Ohne die Frage, denn die Antwort ist klar. Nichts bleibt, wie wir es kannten. Nichts bleibt, wie es war. Ich laufe auf dem Gehweg und trete nicht über die Linien. Ich kenne noch die Bordsteine, aber viel bin ich hier in letzter Zeit eigentlich nicht gewesen. Ab und zu stockt mein Schritt, was meine Richtung aufhält. Hier steht jetzt ein Stein, auf dem anderen, das ist komisch. Ich dachte, hier war mal ein Feld. Und beim Bäcker, da habe ich früher immer einen Lolli bekommen. Der schmeckte ein bisschen nach Kirsche, doch hauptsächlich nach Stiel. Der Bäcker ist heute ein anderer und es ist nicht wirklich viel von ihm übrig geblieben, denn in dem Haus, wo er war, war dann später ein Döner. Dann ein Friseur, ein Bestatter, ein Spielwarengeschäft und inzwischen anscheinend wohl wieder ein Döner. Und ich bin nur noch so jung. Und trotzdem fühle ich mich
doppelt so alt wie mein Alter mal 3. Wie soll das denn sein, wenn ich in 50 Jahren mal wieder auf diesen Wegen gehe? Ich vor Asphalt und vor Glas nichts bis gar nichts mehr sehe, was, wenn der Himmel verdeckt ist, die Straße verdreckt ist und ich mich verlaufe, obwohl ich hier doch mal zu Hause war. Meine Stadt ist im Wandel und ich kann nur mit der Zeit diskutieren und verhandeln, wie lange sie noch so bleibt, wie ich sie lieben gelernt habe. Ohne die Frage, denn die Antwort ist klar. Nichts bleibt, wie wir es kannten, nichts bleibt, wie es war. Du hast dich irgendwie verändert, höre ich dich sagen, und ich weiß, was du meinst. Ja, mir ist das auch aufgefallen. Und das reißt mich hin und her, nach vorne und zurück. In die Gewissheit meiner selbst gräbt sich ein Zweifeln Stück für Stück bis zu meinem Spiegelbild, wo es dann mit Wachsstiften in den Händen nur so kritzelt und so schmiert, bis ich mich selbst nicht mehr erkenne. Was hat das zu bedeuten? Wer bin ich gewesen und hilft es, diese dicken Linien von den Scheiben nur abzuwischen? Bin ich wie gestern oder damals oder irgendwo dazwischen? Ich selbst bin im Wandel. Und ich kann nur mit der Zeit diskutieren und verhandeln, wie lange ich noch so bleibe, wie ich mich lieben gelernt habe. Ohne die Frage, denn die Antwort ist klar, nichts bleibt, wie wir es kannten, nichts bleibt, wie es war. Ich bin anders. Jeden Tag ein bisschen. Doch möchte ich aufhören, endlich mein gestriges Ich zu vermissen. Alles ist anders, die Welt, meine Stadt, niemand kann es verhindern, der Wandel, er hat ja auch von mir nicht Halt gemacht. Ich habe mich verändert, bin geschrumpft und gewachsen an allem, was ich gelernt habe, aber wenn du mich jetzt nicht mehr erkennst, dann liegt die Schuld nicht bei mir. So wie ich vor dir stehe, dieses Mädchen, das hier, das bin ich. Und du kannst mich jetzt lieben. Nicht so, wie du mich in Erinnerung hast, sondern so und nur so, wie ich jetzt bin. Denn wir brauchen doch nicht mehr danach fragen. Die Antwort ist uns schon lange klar. Denn nichts bleibt, wie wir es kannten. Und nichts bleibt, wie es war. Dankeschön. Musik.